des Sommers hängen auch in Russland die Kirschbäume in den Gärten üppig voller Früchte. Die Kirschen werden wie andere Früchte auch bevorzugt als Kompott, Marmelade oder süße Füllung für Wareniki zubereitet. Eine erfrischende Köstlichkeit für heiße Tage ist allerdings die kalt gegessene Kirschsuppe. Ob Sie Süß- oder Sauerkirschen dafür verwenden, bleibt Ihrem Kirschbaum überlassen. Die Zutaten für unsere Kirschsuppe sind nicht weiter exotisch. Wir brauchen ein gutes Pfund Kirschen, Kirschsaft, Schmand, Honig, Nelken, Vanille, Rosmarin und ein wenig Salz. Genaue Mengenangaben am Filmende. Zunächst müssen die Kirschen entsteint werden. Dann werden sie mit dem Saft, den wir je nach Süße der Früchte eventuell mit Wasser verdünnen und mit 2 bis 3 Gewürznelken sowie einem Esslöffel Honig für ein paar Minuten aufgekocht. In der Zwischenzeit wiegen wir den Rosmarin und verrühren einen Löffel Speisestärke mit 2 Löffeln Wasser. Dann rühren wir die Vanille, den Schmand, eine Prise Salz sowie den Rosmarin mit unter und geben alles zu den Kirschen. Wer mag, kann noch ein kleines bisschen Weinbrand oder Cognac mit dazugeben. Nun lassen wir das Ganze auf reduzierter Flamme für eine gute halbe Stunde vor sich hinköcheln, bis die Suppe leicht eingedickt ist. Danach die fertige Kirschsuppe vom Herd nehmen und abgedeckt zum Auskühlen beiseite stellen. Vor dem Verzehr noch mit einer Scheibe Zitrone und einem Sträußchen Rosmarin garnieren. Falls etwas von der Suppe übrig bleibt, über Nacht in den Kühlschrank damit und am nächsten Tag ist es eine cremige Nachspeise. So schmecken auch heiße Tage.